Ist er jetzt in den Brunnen gefallen? Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Gucken. Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihr ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er ich nur? Ich weiß, wo er ist. Eigentlich würde ich den Schlauch da gerne tiefer reinstecken. Das weiß ich. Lilly mochte Bienen. Ja, und wenn man genau hinsah, die Idee aber war gut. Kurz. Das aber heißt, ich bräuchte eine Leiter. Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste das genau auch wie Freeman. Wo war er? Dann gehen wir doch weg. Wir sind ja ein braves Mädchen und dürfen nicht am Brunnen spielen. Ob das hier jetzt funktioniert, das wäre ja jetzt ein Wunder, wenn auf einmal Wasser drauf wäre. Ja. Schade. Der Wasserhahn war leer. Ein Busch. Ein Gartenschlauch. Wohin der Schlauch wohl führte? Wohin führt ein Schlauch? Es ist jetzt die Frage, weiß Lilly selbst auch, wo er ist? Weil es kommt immer die Frage auf, wo er hin ist. Weil wenn wir jetzt mit Edna reden, könnte es ja sein, dass wir sie um Hilfe bitten können. Hey Lilly, was gibt's Neues? Nur Aufgaben. Dann sind wir wohl auf uns selbst gestellt. Lilly sollte das Beet umgraben. Wenn sie dabei einen Schatz fand, konnte es ihr niemand verübeln. Richtig? Gib dir keine Mühe, Lilly. Ich will doch mit der Hake. Gib dir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Hast Schatz niemals gewonnen. Geborgen. Hast gewonnen? Wir brauchen auf jeden Fall eine Schaufel. Wir machen ja schon mal große Fortschritte. Das heißt, das Rätsels Lösung ist aber. Ja, Lilly ist jetzt hier hinter dem Busch versteckt. Das Rätsels Lösung ist aber jetzt wirklich am Brunnen, würde ich sagen. Aber im Kellerfenster können wir da reinklettern. Der Pinsel? Damit können wir. Die Idee war gut. Okay, aber Lillys Arme waren zu rein. Kurz. Was haben wir denn hier oben sonst noch? Da ist die Schaufel. Eine Schaufel? Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Na gut. Die Idee war gut. Wir können aber noch den Presslufthammer anklicken. Den Ofen. Da können wir aber nichts mitmachen. Ja, zu die kurze Idee war Arme. Gut. Ich bin ja dafür, dass sie da reinklettert. Ich meine, ich kenne noch ein Mädchen, was sehr kurze Arme hat. Ich hätte ja jetzt gerne von drin den Wasserhahn irgendwie angeklickt. Ich guck da nochmal rein. Dass man den irgendwie vielleicht von hier anmachen kann, um das Wasser in den Brunnen zu bekommen. Aber hier oben. Hier oben ist halt nichts mehr. Das heißt, wir haben jetzt nur den Pinsel. Vielleicht können wir. Ich hab doch jetzt gar nichts gemacht. Was haben wir den? Wenn ich den jetzt daran festmachen kann. Was für einen Zweck der Schlauch erfüllte, blieb schleierhaft. Ich
Ich möchte jetzt eigentlich den Gartenschlauch an dieses Rohr dran machen. Wohin der Schlauch wohl führte? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich kann den Busch wegmachen. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding. Ja. Ding. Ein Ding. Hier steht auf einmal, es ist eine Pumpe. Aber wir können die machen. Lilly, schalte das sofort ab! Ah. Lilly, schalte das sofort ab! Dann müssen wir jetzt am besten noch die Hexe irgendwie loswerden. Vielleicht geht die, wenn sie sauer wird. Lilly, schalte das sofort ab! Wenn wir den... Es wäre natürlich jetzt echt lächerlich, wenn das ginge. Aber es würde auch nichts bringen, wenn wir das wieder... So, da ist ja kein Wasser drauf. Das heißt, wir müssen ja eigentlich, denke ich jetzt gerade mal, den Schlauch von der Pumpe abbekommen. Und an das andere dran machen. Oh, ich mag diese Rätsel ja, ne? Wenn man Ideen hat, aber noch nicht weiß, wie man das machen soll. Vielleicht, wo der jetzt lose ist, kriege ich den hinten weiter nach unten. Was haben wir denn jetzt? Wir haben einen Pinsel bekommen. Lilly konnte nicht malen. Sie fing dabei immer an zu weinen. Warum weint man denn bitte, wenn man malt? Malt die mal Horrorbilder? Ich guck mal, ob ich jetzt mit dem Pinsel irgendwie an den Bienenstock drankomme. Das ist halt das, was mich jetzt irgendwie... Ah. Lilly konnte nicht malen. Sie fing da... Ach, da war doch... Die Idee war gut. Aber ich habe total vergessen, was ich im Tutorial gelernt habe, dass ich ja mit der Leertaste mir die Punkte anzeigen lassen kann, wo was ist. Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, ja. Aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar das selbst ausdrücklich gesagt. Aber interessant, dass ich jetzt hier nur den normalen Brunnen habe. Und den Schlauch kann ich auch nicht mehr anklicken. Ich möchte ja immer noch eigentlich das Wasser da reinbekommen. Mal mit der Leertaste. Also ich habe nur den Brunnen und das Bienennest, was ich anklicken kann. Also ist hier schon mal nicht mehr. Oh, soll ich die Hake da dran? Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Den Sinn habe ich dahinter auch nicht verstanden. Es wäre natürlich jetzt was, wenn ich das vollknäuel. Auch natürlich. Das hatte zwar keinen Effekt. Komm ich damit dran? Lilly wollte die Bienen nicht ärgern. Sie waren neben Edna ihre einzigen Freunde. Da ist doch... Ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt den Pinsel mit der... Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ich wollte hier einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Festigen, um dann den Honig da oben abstreifen zu können. Oh. Ah, was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Oh. Ich habe eine Allergie! Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Oh oh. Also, ich habe nochmal geguckt. Ich bin ja dafür, dass wir den, glaube ich, da jetzt besser drin lassen, weil ich glaube, der ist ein bisschen böse jetzt auf uns. Ich... war nicht hier, das war jemand anderes. Jetzt gucke ich hier aber auch nochmal. Also, hier haben wir die Pumpe, den Wasserhahn, den Gartenschlauch
und die Kellertür. Für die Kellertür brauchen wir ja den Schlüssel. Die Pumpe können wir nicht anmachen. Der Wasserhahn hat kein Wasser. Und der Gartenschlauch liegt aus Langeweile hier rum. Weil ich kann ihn ja nur an der einen Sache festmachen. Ich klicke ihn trotzdem nochmal an. Jetzt habe ich ihn in der Hand. Jetzt geht's doch. Lili, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Lili verstand ja, nicht, was sie nicht, falsch gemacht hatte. Das wäre jetzt Lösung. Ich verstehe das auch nicht. Ob da jetzt Wasser drin war? Vielleicht hat es ja schon so... So? So schnell kann das gehen. Der Brunnen ist so tief und ich klicke nur eine Sekunde auf die Pumpe und schon ist der Brunnen wieder voll. Ob der... Ich rede am besten mal... Lilly konnte nicht malen. Sie fing dabei immer anklingen und das Bienennest. Ja, jetzt haben wir einen Honigpinsel. Und er hat den Schlüssel. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Ja. Ah, Lili, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich... Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Lilly hatte ein Gedicht über Harkenzinken begonnen, aber ihr fehlte noch ein Reim auf Kinderhaut. Schlüssel geklaut? Ich habe auf jeden Fall den Honig. Ich möchte das jetzt schnell mit den Termiten machen gehen, bevor ich das vergesse. Inventar wollte ich jetzt nicht. In den Hintergarten. Vor allem, ich bringe jetzt hier eine ganze Honigspur.